passt schon soweit. Da drin gibt es auch nur Magic, nee, nicht Magic, sondern Dragic. Du bist einfach irre, danke. Tja, die lieben uns alle. Cool. Warte mal, wir haben ein bisschen Geld, ne? Vielleicht können wir auch mal was kaufen. Ist hier nicht irgendjemand ein Händler oder so? Da oben war da nicht ein Händler? Ich probiere es dann nochmal. Ich probiere nochmal mein Glück bei dem Händler. Weil wenn die uns alle so mögen, kriegen wir vielleicht gute Preise. Wär doch schön. Da, hier war doch. War hier nicht? Da war doch ein Händler oder sowas. Kann Percy für dich tun. Kaufen und eintauschen. Genau. Diese Karten brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, glaube ich. Aber ich glaube, die sind nichts wert, oder? Nur $10. Das ist die Disk, die wir bespielen sollen. Für was sind nochmal diese Munition, diese Gewehrmunition? Weiß ich gar nicht. Warum haben wir die nochmal gekauft überhaupt? Ah, schon wieder vergessen. Also die Desert Eagle, die läuft mit der Magnum-Munition, das ist klar. Und die Munition ist doch nicht für unser Gewehr. Für unser Gewehr sind doch diese 5 mm. So, hier hätten wir Stimpaks. Das wäre natürlich cool. Hier sind Gewehrpatronen. Pistole, Jagdgewehr, 14 mm. Ein Seil, haben wir genug. Und Geld. Ich muss mal kurz gucken, welche Munition wir für unsere Waffe haben. Also hier haben wir doch 12 mm Gewehrpatronen tatsächlich. Die H&K Kors. Ah, das sind dann also die, ne? Genau. Sehr cool. Ach, das war dann eine andere Waffe. Okay. Na dann, kaufen wir die doch. Aber wir haben kein Geld, oder? Doch, ein bisschen Geld haben wir. Pass mal auf. Was ist das hier? 14 mm Pistole, ein Messer. Die Stimpaks würden mich auch sehr interessieren. Nehmen wir die alle mal. Kosten die denn? Oh, nicht so teuer. Und dann die Munition bitte auch. Können wir uns leisten, ja. Das Munition für eine Pistole. Okay. Ja, passt. Dann zahlen wir das mit Money. Wir hatten noch Geld, ja, hier. 641. Sehr schön. Dann haben wir nämlich inzwischen 18 Stimpaks, dann kann man jetzt auch mal ein paar Stimpaks an unsere Freunde eigentlich vergeben, oder? Würde ich sagen. Damit die auch mal welche haben. Falls das im Kampf knapp wird. Pass mal auf. Gehen wir erstmal raus. Ach, wir können nicht, weil er wieder im Weg steht. Weg steht immer im Weg. Wie ist es hier? Kann ich mich hier hinstellen? Hallo? Boss, sag mal. So, Vic, du bekommst von uns zwei Stimpaks. Ja, zwei Stück. Und du selbst brauchst die 223er Munition für dein Jagdgewehr. Okay, das muss man uns merken. Wir tauschen bitte. Sehr gut. So, dann Sully, Sulik. Du bekommst auch zwei Stimpaks, also du bekommst auch die Karten hier. Aber ich glaube, dass wir die nicht mehr brauchen. Aber ich möchte sie noch behalten. Und auch bitte zwei Stimpaks. So, und was hast du noch? Du hast den Hammer, genau. Dann hast du diese komische. Ja, das brauchen wir für das Auto. Das Problem ist nur, wir brauchen dafür wiederum die Werkzeuge. Und ich glaube, wir kriegen kein Werkzeug. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, wie das mit den Werkzeugen ist. Weil wir bisher noch keins gefunden haben. Also Werkzeug kriegt man natürlich schon. Das ist der Schraubenschlüssel. Aber die Zange bekommt man nicht, oder war es andersrum? Weil wir keine Kinder hier im Spiel haben, weil wir ja die europäische Version spielen und da sind die Kinder rausgemacht worden, weil man da irgendwie die Kinder sonst umbringen kann und das war irgendwie von der Zensur nicht erlaubt. Und aus diesem Grund sind die Kinder hier nicht im Spiel. Und aus dem Grund wiederum können wir einige Questen nicht erledigen. Und da wir diese Questen nicht erledigen können, kommen wir auch nicht an den Schraubenschlüssel, den wir eigentlich brauchen, um das Werkzeug zu bekommen. Also es wird wahrscheinlich nichts werden mit dem Auto. Vielleicht finden wir auch irgendwo anders diesen Schraubenschlüssel. Ich weiß es nicht, aber ja, gewöhnt euch schon mal an den Gedanken. So, dann geht es jetzt nach Bunkerstadt. Und dann können wir natürlich Bürger werden, oder? Was haben wir denn? Ah, schaut mal, die NKR. Ah, die NKR ist hier auch schon aufgeführt. Und New Reno, da waren wir auch noch nicht. Und Redding, glaube ich, waren wir schon, oder? Redding war doch hier. Nee, war Redding war hier unten, da waren wir auch noch nicht. Okay, Klamath und so weiter, da waren wir schon. Über den Gift, in die Gifthöhlen müssen wir übrigens nochmal rein. Hier gab es ja noch eine Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Dafür brauchen wir dann aber erstmal Reparaturskill. Das haben wir mit Vic.
Wir brauchen dann aber auch, glaube ich, so eine elektronische Türöffnungshilfe. Mal schauen, ob wir die irgendwo finden. So, dann hier rein. Ja, hier hinten ist noch die Frau von Joshua. Um die müssen wir uns auch noch kümmern. Wir haben jetzt einen Redenskill von 92. Ich hoffe mal, das reicht, um den zu überreden, dass er uns Joshua gibt, ohne dass wir es bezahlen müssen. Ich werde es ausprobieren. Und dann brauchen wir noch Alkohol für die Frau in Bunkerstadt. Den haben wir auch noch nicht, aber den kriegen wir irgendwann. Irgendwann kriegen wir den. Ich habe 10 Bier und 10 Schnaps, ne? So, dann durchsucht sie uns. Ich weiß nicht, wenn wir Bürger sind, durchsucht sie uns vielleicht nicht mehr. Müssen wir mal ausprobieren dann. So, wir gehen mal hier direkt durch. Wir müssen zu McClure. Mit dem haben wir ja einen speziellen Deal. Ach, wir müssen noch rüber. Okay. Mit dem haben wir einen speziellen Deal. Wenn wir das Kraftwerk reparieren, dann bürgert er uns ein. Bin gespannt, ob das auch so geklappt hat jetzt mit diesem Deal. So, Central Council. Ich speichere natürlich vorher. Wir wissen ja nicht, was sonst noch so auf uns wartet. Wenn wir jetzt gleich mit McClure sprechen. Der müsste hier stehen. Ja, da steht er auch. Sehr gut. Ja, gab es da nicht etwas, was du wolltest? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Was würdest du denn gern wissen? Ich habe Geckos Werk repariert. Oder ich habe einen Weg gefunden, den Gecko-Reaktor zu optimieren. Ich habe Geckos Werk repariert. Wunderbar. Ich war besorgt, dass das Strahlungsgebiet uns eventuell zum Umziehen gezwungen hätte. Du musst für eine gut gemachte Arbeit belohnt werden. Hier sind deine Staatsbürgerschaftspapiere. Falls du irgendwann etwas brauchst, komm zu mir. Bunkerstadt siegt. Rat. Ja, sehr cool. Wir sind jetzt eingebürgert. Schauen wir doch mal, ob wir hier diese Papiere auch sehen können. Nee, die können wir hier leider nicht sehen. Schade. Aber wahrscheinlich, damit wir die nicht wegverhandeln oder sowas. Und nee, hier wollte ich gar nicht gucken. Ich guck mal hier, weil gucke bei Karma. Bunkerstadt gemocht. Naja, gut. Ich glaube, das war vorher schlechter, ne? Vorher stand da akzeptiert oder so. Oder stand da neutral. Jetzt sind wir inzwischen gemocht. Die Wing Leute winken dir zu und grüßen dich, egal wo du auch kommst. Jeder in der Gegend hat schon von dir gehört und ist begeistert von dem, was man sich erzählt. Ja. Verehrt ist natürlich schon toller. Aber gut, wir sind immerhin gemocht. Dann war noch das mit dem Optimieren. Ich habe einen Weg gefunden, den Gecko-Reaktor zu optimieren. Was ist das? Ich habe hier eine Reaktordatendiskette aus Gecko. Laut dem Techniker des Kraftwerks kann der Bunkerstadt-Computer die Reaktordiskette optimieren und das Werk ruhiger laufen lassen. Sehr gut, Bürger. Du hast meine Erlaubnis, den Bunkercomputer zu benutzen und die Reaktordisk zu optimieren. Du kannst sie auf dem dritten Stockwerk des Bunkers nahe der Leitstelle finden. Okay. Cool. Sollen wir dann nochmal mit der ersten Bürgerin da hinten sprechen? Oder sollen wir das lieber sein lassen? Ich speichere mal und versuch's. Ich hoffe nicht, dass sie uns irgendwie einsperrt oder Ärger macht. Wo ist sie denn? Da unten in dem Raum, glaube ich, oder? Ach, schaut mal, sie begrüßen uns jetzt schon mit Bürger. Sie sieht Ja, besorgt was ist aus. denn? Wegen dem Kraftwerk in Hast Gecko. du das Problem gelöst? Ich habe das Kraftwerk repariert, sollte keine Probleme mit Strahlungslecks mehr Du hast geben. ihr Kraftwerk also abgeschaltet. Ist alles unter Kontrolle. Nein, ich habe es repariert. Berater McClure hat mir das fehlende Ersatzteil gegeben. Ist alles unter Kontrolle. Wunderbar. Du hast dich wie ein wahrer Bunkerbürger ver... Vielen Dank, Erstbürgerin. Ja, also sie würde Ärger machen, wenn wir ihr das sagen. Habe ich mir schon fast gedacht. Dann gehen wir mal lieber. Oh, warte mal, wir sind ja jetzt Bürger, wir können ja hier vielleicht mal so gucken, ob da vielleicht noch was ist in dem Regal. Leider nicht, schade. Ich hatte ja auf Bücher gehofft. Als Bürger ist es unsere Pflicht, Listen zu erstellen und zu pflegen. Ihr habt hier vielleicht irgendwelche Bücher, wo ich was lernen kann? Leider nicht. Schade. Schauen wir mal hier oben rein. Da sind ja auch. Wir sind ja Bürger. Da dürfen wir uns doch Bücher ausleihen, oder? Ich meine, wir bringen sie dann wieder zurück, nachdem wir sie gelesen haben, ist ja ganz klar. Aber hier sind leider nirgendwo Bücher drin. Schade, schade, schade. Bei der Erstbürgerin schaue ich mal nicht nach. Nee, keine Bücher. Hier können wir noch kurz gucken, in dem Büro. Schade, 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 schade. Gut, dann müssen wir wohin? Wo war das nochmal mit dem Joshua? War das hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war in dem anderen Bereich. Bunkerstadt, lebe Hochbürger. Man sagt, du wärst wirklich in der Außenwelt herumgereist. Wie konntest du denn bloß und diesen ganzen dreckigen Outsider überleben? Ja, das kann man halt. Gehen wir nochmal hier rein. Was wollte der denn nochmal von uns?
auch Auskünfte. Er sagt uns nichts. Ah ja, wir müssen natürlich noch in den Bunker gleich rein, aber vorher möchte ich das mit Joshua erklären. Ich weiß nicht, war das hier? Nee, da war das nicht. Nee, das war schon in dem anderen Bereich, wo auch der Bunker ist. Okay, gehen wir da mal hin. Hier war das, ne? Das war im Correction Center oder im Servant Allocation Center. Im Servant Allocation Center war es. Genau, wir speichern wie immer vorher. So, ja, das Spiel ist aus den 90ern, also Ende 90er oder vielleicht war es schon sogar schon 2000, aber ich glaube es war 1999. Solche Spiele sind erbarmungslos. Da kann es sein, dass man sich den kompletten Spielstand verhagelt, nur weil man einmal eine falsche Antwort gibt. Ja, Bürger. Ich suche einen bestimmten Diener, Joshua, glaube ich. Ist der hier? Joshua, ja, wir haben einen Diener dieses Namens, aber glaub mir, das ist nicht der richtige für dich. Er war schwierig, ihn auszubilden. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt ausgebildet werden kann. Ich möchte trotzdem, dass er mir zugeteilt wird. Schwierig, oh, ich möchte nicht, dass er mir zugeteilt wird. Bloß nicht, ich habe gehört, dass er infiziert ist. Ja, das nehmen wir mal. Mal schauen, ob wir das jetzt durchsetzen können. Infiziert mit was? Ist dir nicht in letzter Zeit die zunehmende Abgeschlagenheit der Diener aufgefallen? Unkonzentriertheit, ihre Unfähigkeit, Befehle zu hören und sie korrekt auszuführen, das ist das erste Anfangsstadium. Ja genau, diese Symptome beobachte ich in letzter Zeit bei den Dienern. Das ist ansteckend, sagst du? Also wenn Joshua ein Überträger ist, lasse ich ihn sofort frei. Einen Moment, ich veranlasse eben alles erforderliche. Kein Problem, Joshua wird sich bei den Außenwäldern ohnehin sicherer fühlen. Haha, jetzt haben wir es nämlich geschafft. So erledigt, Joshua ist kein Diener von Bunkerstadt mehr und wurde zusammen mit den restlichen Außenwäldern in den Vorhof gebracht. Sehr gut. Hoffentlich schnüffelt er nicht wieder irgendwie in die Stadt rein. Ah, jetzt haben wir es nämlich geschafft. Sehr gut. Und wir haben 500 Erfahrungspunkte bekommen. Perfekt. Wir haben Barkus dazu überredet, Joshua freizulassen. Haha, da. Sehr schön. Der Bunker ist da oben. Ja, da oben ist der Bunker. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir das machen, mit Joshua und seiner Frau sprechen. Obwohl, das können wir auch nachher machen, oder? Wir müssen ja dann eh nochmal hier vorbei. Ja, das machen wir nachher. Ich hoffe, dass wir uns dran erinnern. Vielleicht kriegen wir jetzt die Werkzeuge. Warte mal, ich probiere mal, weil wir jetzt Bürger sind. Vielleicht kriegen wir jetzt die Werkzeuge. Hallo, Fremder! Wo bin ich denn hier? Brauche ich einen neuen Schraubenschlüssel und eine Zange? Ja, ich weiß. Ja. Nee, bringt auch nichts, nur weil wir Bürger sind. Leider. Schade. Hört ihr nicht die Schreie der Menschen, die außerhalb der Mauern leiden? So, wir sind Bürger von Bunkerstadt. So, das ist doch super, oder? Schauen wir mal dieses Bild hier an. Nichts Ungewöhnliches, was? Okay. Das ist die Wache und das ist auch eine Wache. Hallo Bürger, kann ich dir helfen? Ich möchte gerne in den Bunker. Selbstverständlich, bitte tritt ein. Haha, wir können in den Bunker. Sehr gut. Tada. Jetzt sind wir im Bunker. Sehr schön. Gehen wir mal rein. Gibt es hier auch Aufzüge. In die dritte Etage müssen wir, wurde uns schon gesagt. Schaut genauso aus wie unser damaliger Bunker in Teil 1, wenn ihr euch erinnert. Also der Computer geht schon mal nicht an. Schauen wir mal, ob hier jemand. Ja, ist doch schon mal jemand. Vielleicht können wir die Miliz aus den Zellen klonen. Die haben wir heute Mittag entnommen. Die Milz. Ich könnte schwören, diese medizinischen Datenbanken führen ihre eigenen Gespräche miteinander. Hallo, dich habe ich noch nie hier gesehen. Bist du ein neuer Bürger? Ja, ich habe mein Bürgerrecht erst kürzlich bekommen. Na dann, willkommen im Bunkerstadt, Mitbürger. Man sieht hier nicht allzu oft neue Gesichter. Ich bin Phyllis. Wie heißt du? Ich heiße Albertus. Was führt dich denn hierher? Ich bin die Assistenzärztin. Ich arbeite für Dr. Troy. Kannst du mir sagen, wo der Zentralcomputer ist? Das ist unten auf der dritten Ebene, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr da. Was tust du hier? Assistenzärztin, das wissen wir ja schon. Gut, dann gehen wir doch mal zum Arzt, oder? Vielleicht kann er uns ja helfen. Wir können uns sogar auch wieder upgraden. Das hatten wir im ersten Teil ja auch, dass da irgendwie der Arzt in. Das war dann nicht im Bunker, sondern das war damals im. In den. Wie hießen die nochmal? Brotherhood of Steel. Nee. Ja, ich glaube schon. Dieser Bruderschaft. Gregory simuliert garantiert nur. Ein Mann mittleren Alters, der einen weißen Laborkittel trägt. Okay. Wie kann ich dir behilflich sein? Schönen Tag noch, Doktor. Aha, okay. Also mit ihm können wir leider nicht reden. Schade, ich dachte, er könnte uns vielleicht ein bisschen helfen, unsere Werte abzugraden, nämlich diese Werte hier. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intuition, Bewegung und Glück. Die kann man nämlich nicht steigern, wenn man eine neue Stufe hat, sondern die könnte man nur mit irgendwelchen besonderen Events in der Welt verändern. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier in den Aufzug.
Wir fahren erstmal in Abteilung 2 und untersuchen die mal ein bisschen. Ah, ich kann mich sehr gut erinnern an den Aufbau dieser Level. Hier waren wir sehr viel unterwegs, auch im ersten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch erinnert. Hier ist schon mal nichts. Okay. Toilette. Ja, kennen wir ja. Gut, ich schaue jetzt trotzdem mal in jeden Raum rein. Warum denn nicht? So viel Zeit darf sein, oder? Vielleicht gibt es ja doch hier irgendwelche coolen Sachen. Hier gibt es noch schon eine Kiste. Ich will jetzt aber hier auch nicht als Dieb verschrien sein in Bunkerstadt. Ich meine, wir können ja mal reingucken in die Kiste. Heißt ja nicht, dass wir was mitnehmen. Oh, schaut mal, ein Buch. Geld, Stimpacks und Schnaps. Nee, ist Gegengift. Das Buch könnte man natürlich schon gut brauchen. Ich nehme das Buch mal mit und lese es gleich mal und dann lege ich es wieder zurück. So machen wir das. So, dadurch haben wir jetzt Wissenschaft gesteigert und haben das Buch offiziell wieder zurückgelegt, weil wir haben es ja auch nicht mehr im Inventar. Das macht doch eigentlich Sinn, oder? Und Wissenschaft sind wir jetzt bei 39, okay. Ja, toll. Vic, du stehst mal wieder im Weg. Immer noch. Jetzt. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Ja, scheint verschlossen zu sein. Gut, die machen wir nicht auf. Ist die auch verschlossen? Die Tür klemmt. Nur ein außerordentlich starker Mensch könnte sie öffnen. Okay. Was für Stärke haben wir denn? Ich glaube, wir sind relativ stark, oder? Naja, Stärke 5, das ist nicht besonders prickeln. Gut, ich speichere dann mal. Wenn sich jemand fragt, warum wir so oft speichern, ja, spielt das Spiel mal selber. Da wisst ihr warum. So, dann mal hier rein. Auch verschlossen. Mhm. Nee, die klemmt wieder, okay. Na, immer ein paar Wissenschaftspunkte haben wir abgegriffen. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, die ist wieder verschlossen. Und hier klappert irgendwas. Können wir es reparieren? Auch verschlossen. Wir reparieren mal hier das Geklappere. Vielleicht geht das. Reparieren. Wenn du das willst. Sieht so aus, als ob jemand diesen Gegenstand in dem Schacht versteckt hätte. Oh, warte mal. Was ist jetzt passiert? Du öffnest den Schacht und versuchst, die Ursache für das Klappern herauszufinden. Du entdeckst, dass etwas darin feststeckt und ziehst es heraus. Du erhältst 100 Erfahrungspunkte. Cool. Und bekommst ein Rohr. Nee. Was haben wir bekommen? Oh nein, wir haben 50 Mikrofusionszellen bekommen. Aber die sind bestimmt super schwer, oder? Nee, das geht eigentlich. Mikrofusionszellen, das ist für Plasmawaffen und sowas. Interessant. Interessant, interessant. Und 100 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich auch cool. Dann sind wir bei 46.809. Hm? Gut, dann ist hier sonst nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in den dritten Stock. Zum Computer. Und vielleicht treffen wir hier noch... Oh, da sind viele Computer. Ich hoffe, wir finden den richtigen. Vielleicht treffen wir hier noch jemanden. Würde mich doch freuen. Ein bisschen unterhalten. Ist hier jemand? Komm, das ist doch die Mensa. Die Mensa hier, oder die Messe. Komplett verlassen. Ach, wie schade. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen mit jemandem unterhalten. Ist hier in diesem leeren Raum jemand? Wahrscheinlich auch wieder zugesperrt. Ja. Dann da hinten gehen wir erstmal hier. Das ist die Bibliothek. Wir kennen das alle schon, diesen Aufbau. So war nämlich zum Beispiel auch, was war denn das nochmal? Das war, wo dann der Endboss auch war, ne? Das war ähnlich aufgebaut und unsere eigene Vault war so aufgebaut. Da können wir nichts machen. Ich versuche mal Wissenschaft. Nö, wir können nichts lernen. Okay, schade. So, ist hier jemand zufällig? Hier ist auch niemand. Gehen wir wieder raus. Immerhin sind die Räume hier schön groß, sodass wir uns nicht so sehr gegenseitig im Weg stehen. Das ist auch schon mal viel wert. Ist hier vielleicht irgendjemand? Schaut nicht so aus. Na dann, gehen wir mal. Oh, jetzt steht er im Weg. Gut, bitte. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich bin Arzt. So, ja, dann noch dahinter.
Da waren wir noch nicht. Das ist verschlossen. Und hier ist eine rote Lampe. Dank. Vielen Dank. Ihr seid ein tolles Publikum. Zugabe. Nachdem das System den Kurs bekommen wurde, kann sie jederzeit durch den Systemoperator abgebrochen werden. Ich mach mal hier auf. Ich bin so frei.